Warum habt ihr jetzt gerade diese Art Musik gewählt, um das auszudrücken, was ihr ausdrücken wollt? Ich meine, ihr macht ja alle noch ungefähr 8000 Sonderprojekte und noch andere Musikrichtungen, auch Klassik nach wie vor. Aber was ist an dieser Art Musik so schön, warum ihr die gewählt habt? Die Musik ist einfach unglaublich direkt. Also das ist eine, also die Musik ist hauptsächlich eine Energiegeschichte. Ja, die sich überträgt aufs Publikum. Unsere Konzerte sind ein irrsinniger Energieaufwand und auch eine Energieübertragung von der Band auf das Publikum. Ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Das hat man jetzt zum Beispiel im Jazz oder im klassischen Bereich hat man das nicht so. Ja, da ist die Musik, wenn man es Englisch sagt, so ein bisschen mehr sophisticated. Ja. Und bei uns ist es einfach eine echte Bauchenergiegeschichte, die sich da einfach überträgt. Und das ist was ganz was anderes. Auf der Platte sind ganz viele sehr tanzbare Stücke, wofür euch viele Leute auch kennen. Also ich habe euch letztes Jahr auf dem Chiemsee Reggae gesehen als Headliner sonntagsabends, total durchgenetzte Menschen, die abgegangen sind wie die Sau. Und trotzdem sind noch ganz viele ruhige Stücke drauf. Warum ist euch das wichtig, auch so, sagen wir mal, erzählerische Momente drin zu haben? Wer auch immer will. Stefan. Ja, für unsere Besetzung mit Bläsern machen ruhige Stücke halt voll Sinn. Das ist total schön. Da kann man dann also wirklich nicht nur Tanzmusik machen, humper, 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 sondern man kann einmal andere Linien und andere Flächen und Harmonien ausprobieren. Und das macht uns wahnsinnig viel Spaß. Wenn man nicht nur immer so eine Dreistimmigkeit hat, die man aus der Klassik kennt und alles, sondern auch verschiedenste Sachen, also Jazz, Klassik und ganz technoide Flächen mit den Bläsern machen kann. Das ist einfach schön. Und die Leute kennen uns seit der ersten Platten. Da wird es immer ausprobieren und auch immer so vier Instrumentals auf der Platte haben, was auch nicht logisch ist. Und Sony hat gesagt, sie finden es cool, wenn wir das machen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das auf alle Fälle ja weiter so. Und ja, es passt. Die haben ja verschiedene Titel auch, also Ländertitel sind ja einige drauf. Was genau ist da verarbeitet? Nehmen wir zum Beispiel Schweden, was für mich klingt wie Balkanmusik. Nee, Holland klingt wie Balkan. Das stimmt, ja. Also wir haben das Gefühl gehabt, wir waren einmal in Holland und haben da gespielt auf dieser Eurosonic Festival Messe, wo eigentlich viele Bands von überall herkommen. Und da haben wir so das Gefühl gehabt, dass eigentlich in Holland so die Balkanszene erst am Wachsen ist und dass man in die Clubs tatsächlich noch das Zeug hört, was vielleicht bei uns ein paar Jahre früher schon da war. Und deswegen war das so eine Assoziation bei dem Lied. Das heißt, es ist einfach so, was euch so rausgeflossen ist, als ihr mal da wart. Das sind alles Stücke, alles Erlebnisse, wo ihr schon mal wart quasi. Auch Russland? Russland, ja, genau. Das haben wir in der Transsibirischen Eisenbahn irgendwie zum ersten Mal aufgeführt, im Speisewagen. Das war sehr schön. Und was war das inspirierendste Land für euch? Frag mal dich. Also Russland war schon eine sehr inspirierende Erfahrung. Wir waren ja hauptsächlich in Sibirien unterwegs, sind da durch drei Städte gekommen, Omsk, Novosibirsk und Krasnojarsk, wo jetzt auch nicht unbedingt immer Bands hinkommen und wo man gemerkt hat, wie neugierig und offen die Leute da waren. Und wir haben auch ein bisschen gemerkt, wie verwandt das auch ist zu unserer Heimat. Also die Leute, Russland? Sibirien? Sibirien, total. Wieso? Also, ja, die Leute reden nicht viel, ja, aber sie sind einfache Leute, gemütliche Leute.